Ein geisterhafter Pfannenwender. Es ist ja bald schon wieder Halloween, diese Zeit des Jahres, wo kleine Kinder um die Häuser ziehen und dann random Türen läuten, um dann auf Süßigkeiten zu geiern. Nur gibt es manche Türen, an denen sollte man nicht klingeln. Zum Beispiel beim alten Jenkins, weil der beharrt dann auf sein Bodenrecht und kommt mit der Schrotflinte raus auf die Veranda. Das Haus hier kann ich auch nicht empfehlen. Hier zu klopfen, das ist nicht die cleverste Idee. Ich muss zugeben, das ist jetzt relativ lame. Also eigentlich läuft die ganze Zeit hier im Hauptmenü coole Musik, aber ich habe so lange für das Intro gebraucht, dass der Track jetzt durch ist und er startet nicht von vorne. Was bedeutet, dass es jetzt ruhig ist. Nur ihr und ich. Ich könnte jetzt irgendwie ASMR oder sowas machen, aber ich finde ASMR absolut furchtbar und unangenehm. Und damit willkommen zum Prolog eines Spieles namens Sunshine Manor. Die Entwickler sind auf mich zugekommen und haben gefragt, hey, willst du das nicht mal auschecken? Und ich habe gesagt, hey, das sieht ganz cool aus. Ja, rück den Code raus, ich check das mal aus. Es geht, soweit ich weiß, darum, dass man eben so ein kleines Kind spielt, was eine Mutprobe machen soll, wo es dann heißt, ja, hey, da vorne ist wohl das gruselige Herrenhaus, klopf doch mal an der Tür. Und dann passieren ganz merkwürdige Dinge. Irgendwie sowas, mehr als das weiß ich nicht. Ich drücke J, um fortzufahren. Halloween 1980. Und man sieht schon, das ist top-down, gemacht wie ein Rollenspiel. Ich bin Anhänger der Theorie, dass Top-Down-Horrorspiele, das ist, glaube ich, kein echtes Horrorspiel, ich glaube nicht, dass es wirklich gruselig ist, aber ich bin der Meinung, dass Top-Down-Spiele nicht gruselig sein können. Vielleicht überzeugt mich das hier vom Gegenteil? Ich habe keine Ahnung. Ah, Mann, heute Nacht ist echt furchtbar gelaufen. Ja, ich habe nur einen Apfel und eine halb gegessene Tutsi-Rolle, was auch immer das ist. Wie ist es bei dir, Ada? Ich bin der Geist, glaube ich. Na, ich bin Ada. Irgendwas war da. Ich habe nichts als ein Stück Papier. Mit der Steuerung drauf. Meta-Jokes, hell yeah! Alles klar, W ist hier zum Laufen, Escape zum Pausieren, J zum Interagieren und Aufheben und K, um meine Kräfte zu benutzen, was auch immer diese Kräfte sind. Ah, es ist ja furchtbar. Bist du dir sicher, dass wir das tun müssen, Betty? Ja, komm schon, das wird lustig. Oh ja, das wird richtig lustig. Ja, ja, aber was ist, wenn diese Geschichten wahr sind? Glaubst du wirklich, dass Mr. Sunshine höchstpersönlich all diese Leute umgelegt hat? Ah, ich schätze, du hast schon irgendwie recht. Ich meine, sie würden nicht die ganze Zeit seine Show zeigen, wenn das wirklich passiert wäre. Okay. Außerdem ist es schon 4 Jahre her. Genau. Also, Ada, klopf an der Tür. Warum ich von allen Leuten? Das ist eine Mutprobe. Warum machst du es nicht? Ja, sie hat da schon irgendwie recht. Warum machst du es nicht? Es ist alphabetisch. Ada zuerst, dann ich und dann du. Ich zuerst. Also Ada zuerst. Wow. Ich habe keine Worte dafür, was du für ein Feigling bist. Ich mach das jetzt, komm. Ich zieh das durch. Außerdem sehe ich aus wie SpongeBob, als er sich als Geist verkleidet. Indem er einfach alles abschneidet, außer dem, was ihn aussehen lässt wie ein Geist. Das ist legit gruselig und dann hat auch der fliegende Holländer irgendwie Angst. Das ist eine der besten Folgen. Klopfi, klopfi. Die Tür geht natürlich einfach auf. Was ein perfektes Zeichen ist, ne? Bitte treten Sie doch ein. Oh, die Tür ist aufgegangen. Ah, du hast keine Ahnung von deiner eigenen Stärke. Wir werden so viel Ärger bekommen. Sollen wir reingehen? Ich meine, es kann ja nicht schaden, sich ein bisschen umzusehen. Und genau das ist die Einstellung, die Leute killt. Denn zu viel Neugier ist halt einfach nicht die geilste Idee. Oh, es ist schon ein bisschen gruselig hier. Warum gehen alle Lampen aus und an? Ja, das ist komisch. Oh Mann, ich werde mein ganzes Leben lang Hausarrest haben. Vielleicht sollten wir gehen? Warte mal, warte mal, warte mal. Glaubst du, das ist, wo es passiert ist? Schauen wir uns hier drüben um, hier lang. Okay. Eine weg, da waren es noch zwei. Lauf! Ich kann nicht raus, irgendwas blockiert die Tür. Pass auf. Okay. Und ich bin die Letzte. Wendy? Betty? Yo, Rip. Wo seid ihr? Was war das? Wie soll ich herauskommen? Oh, ich kann das jetzt endlich ausziehen. Es fühlt sich an, als würde mein Kopf explodieren. What? Was? Wow, ich habe ihn noch nie so schnell verschwinden sehen. Ein Geist? Warte mal, du kannst mich sehen? Okay, jetzt denk mal geradeaus. Du drehst nicht durch, du musst hier raus. Nein, nein, bitte geh nicht. Du bist die erste Person, die uns seit 10 Jahren sehen kann. Und warum ich? Warum werden die anderen gefressen?
Und mir wird die Kraft gegeben, die Geister zu sehen. Warum ich? Ich würde auch lieber einfach gefressen werden, dann ist das hier wenigstens vorbei. Okay, wie? Meinst du, es gibt noch mehr von euch? Ja, wir warten seit Ewigkeiten auf jemanden wie dich und jetzt bist du endlich hier. Wie hast du das angestellt? Ich habe keinen blassen Schimmer und das ist die Wahrheit. Die einzig wahre Wahrheit. Was? Dieses Kraftdings. Er ist so schnell abgehauen, als er nah an dich rankam. Ah, okay. Das heißt, mich kann er nicht nehmen. Warum auch immer. Deswegen hat meine Freundin mitgenommen. Okay. Wenn er das wieder macht, dann muss die Zahlung bald anstehen. Deine Freunde leben noch. Fürs Erste zumindest. Ich kann sie fühlen. Wo sind sie? Lass mich raten, im Keller. Im möglichst grusigen, dunklen Keller mit langen Korridoren. Wir haben versucht, das seit 10 Jahren rauszufinden, aber er hat uns hier eingesperrt. Aber du bist irgendwie speziell. Ich bin speziell, aber ich bin ein Niemand. Ich will einfach nur nach Hause. Ah, die klassische Story des Niemands, der dann alle retten muss. Haben wir gesehen in ungefähr 90% aller Filme und Serien und Spielen, aber es ist halt immer wieder irgendwas, was vorkommt. Ich habe so das Gefühl, das kannst du irgendwie nicht. Aber ne, mit dir und deiner Kraft haben wir vielleicht eine Chance, ihn aufzuhalten. Und deine Freunde zu retten, dann können wir alle frei sein. Alle gehen nach Hause, bevor unsere Eltern mitbekommen, dass wir hier sind und wir für immer weggesperrt werden. Okay, versuchen wir das mit der Kraft nochmal, okay? Wir werden das brauchen. Okay, versuch das nochmal, aber diesmal versuch es mit mir. Ich glaube nicht, dass es weh tut. Ich denke, du kannst es entweder schnell benutzen oder halten und warten, dass er kommt. Also entweder die Taste einmal kurz drücken oder festhalten. Ich hab's schon verstanden. Okay. Aber sorg einfach dafür, dass was auch immer du wegpusten willst, in diesem komischen Kreis bleibt. Versuch es. Ja, das wäre dann X, ne? Die Kraft. Nevermind, K. Es ist K. Okay, halten und bumm. Alles klar. Wow, das kitzelt. Was auch immer das ist, der Schattenmann hasst es wirklich. Wenn er dir hinterherläuft, dann, und das wird er, dann benutze es einfach auf ihn. Okay, du musst uns befreien und dann werden wir dir mit deinen Freunden helfen. Glaubst du, du kannst das tun? Ich will nach Hause, bitte. Wie befreie ich euch? Such uns einfach, wir verstecken uns überall in diesem Haus. Okay, ruf nach uns und wir werden auftauchen. Okay. Wenn du diese Kraft benutzen würdest, als wir uns versteckt haben, oder benutzt hättest, als wir uns versteckt haben, bin ich mir sicher, meine Freunde würden kommen. Okay, befreie uns und wir suchen uns, oder wir bilden ein Superhelden-Team, um ihn für immer zu erledigen. Ja, wie die Avengers für Arme, ne? Oder die Ghostbusters. Oh nein, er kommt, ich muss los. Okay, warte. Okay, suche uns, wir müssen uns vor ihm verstecken. Hilf uns und wir können ihn aufhalten. Großartig, einfach großartig. Ja, es sollte ein ganz normaler Abend werden, ein bisschen auf Süßigkeiten geiern, dann nach Hause gehen und das alles so schnell wie möglich runterschlucken. Und jetzt sind wir hier. Ja, hier, lass uns Süßosaurus machen, ey, das hier wird lustig, haben sie gesagt. Alles klar. Cool, das heißt, jetzt laufe ich hier in der Gegend rum und schau, was passiert. Habe ich gerade Schritte von hier gehört? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe Schritte von hier gehört. Ein geisterhafter Pfannenwender. Ei. Und irgendwas höre ich hier. Oder? Ist das Atmen? Vernehme ich hier ein Atmen? Ich glaube ja, ist aber nicht so geil. Und hier hinten kommt Krach her. Und zwar eine massive Menge an Krach. Ja, hier ist es verspukt. Definitiv. Hallo? Okay, hast mich gefunden, mach es einfach schnell. Oh, du bist nicht er? Fangen wir es nochmal an. Hm? Bonjour, mon ami. Ach, ist ein Franzose. Was machst du in meiner Küche? Tut mir leid, falls ich dich erschreckt haben sollte. Deine Küche? Wer bist du? Nun, siehst du, ich bin der Koch. Jemand muss sich ja um die Aitken-Familie kümmern, ne? Okay, du weißt, dass du ein Geist bist, richtig? Ich? Ein Geist? Absolut keine Chance. Ich bin ein 4-Sterne-Michelin-Koch. Ich denke, ich wüsste, wenn ich ein Geist wäre. Okay, ich habe einen deiner Freunde vorher getroffen und ich denke, dass ich dir helfen soll, irgendwie Frieden zu finden? Mir helfen? Mir helfen? Ich kann an gar nichts denken, bis du meinen Pfannenwender gefunden hast. Den ich bei mir trage.
Siehste mal. Vielleicht ist es das. Kann ich ihn für dich finden? Oui, oui. Such ihn für mich und ich habe Platz zum Nachdenken. Ja, siehste mal. Hier, was ich gefunden habe. Du hast ihn gefunden. Ich muss aufhören mit diesem Akzent. Vor allem kann ich es nicht besonders gut. Das klingt wahrscheinlich furchtbar. Sicher. Jetzt können wir mal darüber reden, was hier eigentlich abgeht. Ja, ja. Okay, du hast eher was gesagt, dass ich ein Geist wäre? Ja, du bist ein Geist und du hängst hier fest. Jetzt, da du es erwähnst. Ich denke schon, dass es komisch war, wie ich nichts anfassen kann. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass Mr. Aitken ziemlich wütend war wegen einem fehlgeschlagenen Soufflé. Oh nein, hilf mir! Was? Was stimmt nicht? Ich weiß, wo ich bin. Und sie werden mich nicht gehen lassen. Du musst mich retten. Jetzt auf einmal kann er klar denken. Hilf mir, ich werde das letzte meine Energie benutzen, um ein Portal zu öffnen. Okay, in die Hölle, in der ich gefangen gehalten werde. Ein Portal, warte mal, wo gehe ich hin? Okay, stell dich nur darauf, wenn du bereit bist. Ich werde auf der anderen Seite warten. Alles klar. Das heißt, ich muss dann immer den jeweiligen Geistern helfen, indem ich in ihre persönliche Hölle gehe und sie befreie. Habe ich ihn gerade gesmoked? Ich glaube, ich habe ihn gesmoked. Das heißt, der taucht manchmal einfach random auf und dann muss ich schnell K drücken. Okay, ich gehe rein. Komm, schauen wir mal, wo der so festgehalten wird. In seiner ganz persönlichen Soufflé-Hölle. Ich erwarte eine Geisterküche. Oder das geht auch ganz gut. Ah, du bist hier, du musst mir helfen. Du bist angekettet? Und du hängst über einer Grube. Ja, ich bin seit einer Ewigkeit hier. Okay, immer mal wieder kommt hier ein gefräßiger Dämon vorbei und zwingt mich dazu, furchtbares Essen zu kochen. Er hat den Schlüssel für diese Ketten. Finde den Schlüssel und befreie mich, damit ich endlich abhauen kann. Aber sei vorsichtig, hier sind ganz viele kleine Dämonen. Okay. Du musst auf Distanz bleiben oder deine Kräfte benutzen, um sie zu verbannen. Die haben vielleicht nicht viel oder sehen nicht besonders weit, aber sie sind ziemlich schnell, wenn sie dich sehen. Keine Sorge, ich helfe dir. Ja, vor 5 Minuten noch, oh mein Gott, ich will hier raus. What is my life? Mom, pick me up, I'm scared. Und jetzt das hier. Siehst du mal, so schnell kann Character Progression gehen. Okay, es gibt nur einen Weg aus diesem Raum raus. Außerdem habe ich einen Schatten hinter mir, guck mal. Ich sehe mich doppelt. Das ist ein cooler Effekt. Lass mich nicht lügen. Alles klar. Ganz vorsichtig. Einfach nicht in die grusigen kleinen Dämonen reinlaufen. Die man zum Glück Ewigkeiten weit sehen kann. Okay. Das heißt, das um mich rum ist die Reichweite, wo ich entdeckt werde. Nicht alles, was ich sehe. Weil ich habe den gerade gesehen, obwohl ich nicht komplett neben ihm stand. Also er war nicht in diesem erleuchteten Kreis. Alles klar. Das hier ist irgendwie maximal eklig. Ne? Es ist einfach rot. Wenn mich einer fragt, wie es hier unten ist, rot. Und zwar nicht schön rot, sondern dunkelrot. Eklig rot. Hallo, der hat mich gesehen. Tschüss. Lull. Bruh. Im Viertel Herz verloren. Okay, das heißt, einmal reicht nicht aus. Die bleiben aber im selben Raum. Der kann mir also nicht aus dem Raum raus hinterherlaufen. Wo bin ich hier? Irgendwas, das hat gerade geglitzert. Ich habe das doch gesehen. Never mind. Ich dachte, ich hätte irgendwie ein Secret gefunden. Nee, habe ich nicht. Hier ist irgendwas. Hallo, kann man dir behilflich sein? Hallo? Hast du wieder Angst vor mir? Nicht wirklich. Du siehst aus, nicht wirklich aus, als könntest du mich fangen. Ah, ja, hast du wahrscheinlich, oder da bist du wahrscheinlich genau da. Okay, die einzige Übung oder einzige Sportart, die ich betreibe, ist mir Essen reinzuschaufeln. Okay, nun, wenn ich dir was zu essen besorgen würde, würdest du mir dann helfen? Kannst es versuchen, aber das, hier. Das letzte, was ich hatte, ist von einem Kleinen gestohlen worden, der weggerannt ist. Okay, er ist nach oben gegangen, aber ich habe nicht wirklich die Energie, ihn zu jagen. Ich bin mir sicher, ich könnte es für dich zurückholen. Wirst du mir dann helfen, den Schlüssel zu finden? Ja, 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 ja. Nachher kommt der Schlüssel, jetzt kommt das Essen. Ich werde verfolgt, aber hier ist die Treppe und ihr könnt nichts machen. So, oben hat er gesagt. Irgendwo hier oben. Kannst du dich umdrehen? Dankeschön. Ich glaube nämlich, ich kann ewig weit an die ran.
solange sie sich einfach nicht umdrehen. Und ich habe sogar Zeit, wenn ich gesehen werde, kann ich einfach weglaufen. Alles Klärchen, Bärchen. So, wo ist das Essen? Ich laufe hier mal durch. Ich bin mir sicher, ich kann das nicht übersehen, oder? Ich glaube, da ist das Essen. Ja, der ist gerade am sich gönnen. Der ist gerade am sich gönnen. Ja, alles klar, er ist gerade weggerannt. Das heißt, ich muss ihn durch das ganze Level jagen. Weil der Typ will sein Essen so sehr, er greift mich nicht mal an, um sich zu verteidigen. Nein, er rennt einfach weg. Und ich habe nicht gesehen, wo er hingelaufen ist. Hier? Aber er saß auf einer Picknickdecke. Das heißt, ich muss jetzt jede Picknickdecke im Level absuchen? Wo ist das Schweinchen? Ich will mein Essen. Da ist er! Sag mal, kannst du... Hallo! Wie geht es dir? Wie oft muss ich dich noch treffen? Jetzt! Dankeschön, das furchtbare Essen. Okay. Nice. Jetzt muss ich wieder runter. Und dann nach rechts. Da ist, Big Boy. So, Bruder, bitteschön, habt ihr einen Döner besorgt? Danke, das war unglaublich eklig. Woher hast du gewusst, dass es mein Leibgericht ist? Okay. Ich denke mal, der Geruch hat einiges verraten. Okay, kann ich jetzt den blöden Schlüssel haben? Um ganz ehrlich zu sein, habe ich eigentlich vergessen, wo ich ihn hingelegt habe. Ich war zu hungrig. Ich bin ein absoluter Albtraum, wenn ich hungrig bin. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich esse einfach alles. Den Schlüssel zum Beispiel. Okay. Er könnte explodieren. Eine kleine Störung oder hier ein kleiner Schock und er würde hochgehen. Er hat ihn gefressen. Oh, whoops. Nun. Casual Mord. Warum nicht? Ist geplatzt wie ein Ballon. Ich dachte jetzt nicht, dass das passiert. Ich dachte, er spuckt den irgendwie aus. Ich habe den Kollegen abgemurkst. Und zwar ohne nachzufragen. Ohne zu zögern. So, Mr. Chef Geist, guck mal, was ich habe. Danke, du hast mich gerettet. Sicher doch. Hier, du willst gar nicht wissen, was ich tun musste, um an den blöden Schlüssel zu kommen. Was bist du, oder was hast du da an dir? Frag bitte einfach nicht. Zurückbleiben. Puh, danke, mein Geist ist jetzt endlich frei. Und jetzt nimm meinen Geisterorb. Das klingt irgendwie total falsch. Ich bin mir sicher, du wirst ihn noch brauchen. Okay. Und jetzt verschwinde und hilf den anderen, bevor es zu spät ist. Lass mich raten, das Ende des Prologs... Weil jetzt wissen wir, wie das Spiel funktioniert, richtig? Wir gehen einfach von einer Geisterwelt in die nächste und helfen den jeweiligen Leuten. Und jede Geisterwelt... Ja, das ist es. Und jede Geisterwelt sieht dann wahrscheinlich auch anders aus und hat ein anderes Thema. Hier war das Thema jetzt Essen. Sind es vielleicht die sieben Todsünden? Hier, Völlerei, Neid, nee, was, Eifersucht oder Neid? Keine Ahnung, das könnte aber sein. Das hat gerade zu gut gepasst, das gerade eben war dann Völlerei und dann haben wir sonst noch irgendwas. Okay, cool. Das war's hier beim Prolog zu Sunshine Manor. Wenn euch das gefallen hat, das Spiel hat einen Kickstarter, wo die Entwickler Geld sammeln. Ich lasse den Link hier mal unten drunter, ne, wenn das jemand unterstützen möchte. Ich bin raus und... Überlegt einfach zweimal, wo ihr klopft, okay? Ansonsten müsst ihr vielleicht sowas machen. Ich meine, das ist echt cool. Dann könnt ihr euren Freunden, falls ihr sie jemals wiederfindet, könnt ihr sagen, hey, ich bin jetzt voll die krasse Geisterfrau. Aber es ist halt auch stressig. Und ganz ehrlich, Süßigkeiten sammeln und dann zu essen, das ist doch eigentlich viel geiler. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis im Like-Button aufs Maul zu hauen und lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Da ist die coole Musik, die ich vorher erwähnt habe. Es ist unglaublich laut, aber es ist irgendwie geil.